wir davon mal ausgehen würden, dass es einen No-Deal-Brexit gäbe, dann wäre Nordrhein-Westfalen wahrscheinlich viel stärker betroffen als jedes andere Bundesland. Was kann denn die Landesregierung machen? Was hat sie gemacht, um sich darauf vorzubereiten? Also die Landesregierung hat das vorbereitet, was sie als Land in ihrer Zuständigkeit tun kann, zum Beispiel ein sogenanntes Brexit-Übergangsgesetz. Das ist wichtig für britische Freunde, die in Nordrhein-Westfalen leben, die sonst von heute auf gleich Drittstaatsländer Bürger wären. Wir müssen die anderen Dinge gemeinsam mit dem Bund in anderen Bundesländern machen. Wir sind natürlich besonders betroffen auf allein unserer geografischen Lage. Wenn Sie sich ansehen, wenn ich Nachbarn mal nennen darf, wie das für die Niederlande und für Belgien ist, dass plötzlich deren Häfen Schengen-Grenze wären. Wir sind ja nicht mal in unserer Fantasie vorbereitet. Wenn wir plötzlich 2000 LKWs da stehen haben und die einige Minuten ja nur brauchen, ist die gesamte Versorgung von Großbritannien gefährdet. Jetzt waren Sie ja ein sehr enger Freund von Helmut Kohl. Sie haben ihn vertreten als Anwalt während der Parteispendenaffäre. Er war Ihr Trauzeuge. Kann man die Frage stellen, was Helmut Kohl in der Situation, bei der Lage in London gedacht, gesagt hätte? Also das tue ich ungern, weil ich, glaube ich, mit ihm befreundet war, weil ich mir untersage, ihn zu interpretieren. Aber ich weiß, wie er im Umgang war. Er hat sehr genau vor Entscheidungen zugehört. Er hat immer versucht, Schwächere mitzunehmen oder Kleinere mitzunehmen. Davon können wir enorm lernen. Wir sollten aufhören zu belehren, allen Menschen zu erklären, wie man ein Land führt. Das können die schon. Und es wäre gut, wenn wir uns um die bemühen würden, die mit uns Schwierigkeiten haben und denen nicht erklären würden, was sie tun sollen. Er hatte auch ein bisschen Schwierigkeiten mit Margaret Thatcher, wenn ich mich da recht erinnere, oder? Naja, gut, das hatte Großbritannien auch. Wenn Sie sich heute Wales angucken mit einer hohen Brexit-Zustimmung, sind das immer noch Folgen, wie Margaret Thatcher den Steinkohlebergbau beendet hat. Bei der letzten Bundestagswahl sind von den Wahlberechtigten 3/4 zur Wahl gegangen, nur 1/4 ist zu Hause geblieben. Bei der letzten Europawahl dagegen ist ja die Hälfte aller Wahlberechtigten zu Hause geblieben. Jetzt wollen Sie das ändern, damit in 2 Monaten mehr Leute zur Europawahl gehen. Wie wollen Sie das machen? Einmal, wir wollen es machen, weil wir glauben, dass eine geringe Wahlbeteiligung eine Gefahr sein kann. Wir haben in Deutschland, aber auch in Ungarn, in Polen eine über 80-prozentige Zustimmung zu Europa, aber wir haben eine unter 50-prozentige Wahlbeteiligung. Und das kann sich verheerend auswirken, weil wir einige Länder in Europa haben, die, obwohl freie Gesellschaft, obwohl freie Bürger, illiberale Regierungen wählen. Wie wollen Sie denn die Deutschen dazu bringen, dass sie hier zur Wahl gehen? Einmal, dass wir darauf aufmerksam machen, dass die Apathie gefährlich sein kann, das sieht man beim Brexit. Und zum Zweiten, dass wir sagen, die Werte, die wir leben und die wir gut finden, sind gefährdet. Es ist nicht selbstverständlich. Es muss nicht alles grenzenfrei bleiben und es muss nicht alles gut bleiben, nur weil wir es 70 Jahre so erlebt haben.